doch auf! Ah. Gott, wo sind wir denn hier? Unglaublich. Ach. Na ja, ist alles durcheinander. Ah. Ja, 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 Universus, das Spektakel.
alles besser. War ja ein Bar, oder? Ja. Der Kurgast, das von, hat das jetzt gespielt in Baden. Der Kurgast, ja, das ist der. One, two, one, two, check, check, check. Oh, no, bass drum, Holly, on him, bass drum, yeah. Kicks him on it, you got on, kicks him, snare, okay, tom, tom, four, tom, okay, crash, right, okay, und noch Effekte. Okay, wie sieht's aus mit den Keys? Was soll Keys? Okay, und Bass. Okay, danke, mir ist gut. Ich wollte eigentlich etwas in den Kostümen haben.
Römische Reich ist bodiget. Jetzt gehen wir in die Römer, in die Bäder runter und machen den Tunnel alles flach. Wow. Umbau. Wir brauchen neue Requisiten, neue Kostüme, Hebebühne. Die Ruinen können weg. Den Wald. Platz frei machen. Ja, genau, das kommt gleich hierher. Bitte. Tisch, ja, hier. Und. Wir brauchen jetzt etwas Poetisches. Huh? Poesie.
Poesie! Ja, etwas, das ans Herzen rührt. Baden ist Geist, Inspiration, Quelle des Schönen und Guten, das Schwellende, das Erhebende, das Weibliche, verrucht und heilig, zugleich, das uns mit Goethes Worten gesprochen ewig hinanzieht und wieder fallen lässt, verstößt in Dunkelheit und Einsamkeit, das Spiel der Gegensätze, das Chevesische Vien, Unio Mystica, Verdichtung, meine Damen, Verdichtung. Es gäbe da eine Dichterin, Luise Egloff. Die Luise! Eine blinde Dichterin. Luise! Luise! Die blinde Luise! Die Zunge der Limmat, die orphische Flamme Badens, die Lorelei des heißen Steins. Wer will dieser Luise Egloff spielen? Ihre Hingabe und ihre Verzückung, den Rausch der Worte und ihre Tragik, die ungestillte Leidenschaft, das Verzehrende. Wir machen ein Casting. Thank you.
Wahr hüllt ein dunkler Schleier, der Schöpfung reizt mir ein. Doch kann des Frohsinns Leier auch oft mein Herz erfreuen. Sie werden sich wie zu Hause fühlen. Wir werden Ihnen Ihr geliebtes Hotel hier aufbauen, den Verena-Hof. Sie werden sich wie zu Hause fühlen. Wie geht es Ihnen, Ischias? Ja, das Leiden. Große Literaten müssen leiden. Große Kunst
wird geboren aus dem ewigen Leiden. Herr Hesse. Ach, ja genau. Ihr Gepäck. So. Kommen Sie, kommen Sie. Sie brauchen nichts zu fürchten. Gleich sind wir soweit. Sehen Sie, der Park, der Kurpark, den Sie so schön beschrieben haben in Ihrem Kurgast. Und das Hotel. Ein Hotelzimmer zu nehmen ist für normale Menschen eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ein alltäglicher Akt. Ein alltäglicher Akt. Ein alltäglicher Akt. Ein alltäglicher Akt. Zwei Minuten vielleicht. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Für unser einen aber. Unser einen. Unser einen. Unser einen aber. Für uns Neurotiker, Schlaflose und Psychopathen. Psychopathen, Neurotiker, Schlaflose. Wird dieser banale Akt. Banale. Banale Akt. Banale Akt. Mit Erinnerung, Affekt, Phobien, fantastisch überladen. Zum Martyrium. 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 Empfangsdame, welche uns ihr ruhiges Zimmer, ruhiges Zimmer, ruhiges Zimmer, ruhiges Zimmer zeigen und empfehlen, ahnen den Sturm von Befürchtungen nicht, den dieses fatale Wort in uns erregt. Ruhiges Zimmer, ruhiges Zimmer, ruhiges Zimmer. Oh, wie gut, wie schauerlich genau, wie grauenhaft profund kennen wir diese ruhiges Zimmer. Thank you.
Badenfahrten. Weg mit all diesem mechanischen Badeplunder. Jetzt kommt was Neues. Jetzt inszenieren wir hier Weltgeschichte. Den Kampf der Giganten. Prometheus, Metropolis, Big Bang. Ha, wir jagen diese ganze Idylle in die Luft. Wir brauchen etwas Massives. Grandioses, tiefschürfendes, tellurisches. Baden ist... Industrie! Industrie! Rhein und Pomeri! BBC! BBC! ABB! ABB! BBC war sehr fusionerad und blev till ABB. Och Barnriks pensionsavtal, det skulle komma att kosta mer än 145 miljoner. Miljoner, genau, miljoner! Gigantische Maschine! Turbinen und Generatoren! Modern Times! Die Elektrifizierung! Die Epoche des Fortschritts! Die Symphonie der Industrie! 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 Die Uniformierung der Individuen! Der Aufstand der Arbeiter! Kontrovers ist das Universum! Kontrovers! Kontrovers! An die Arbeit! We'll be right back.
Es geht nicht. Ich bringe es nicht zusammen. Es funktioniert nicht. Jahre, nein, 2000 Jahre Geschichte von Baden und von Elitbaden an einem Abend in einer Show in einem Park. Ich dachte, wir bekommen ein großes Theater, ein Festspielhaus, nicht einen Kurpark mit Entenparadies und Spielhölle. Können Sie doch bitte umschreiben? Ja, ich bin raus. Ich kündige. So. Ein Festspiel. Zeitgenössisch, modern, kontrovers und gleichzeitig klassisch, traditionell. Mit Umzug, wenn möglich. Und gehen wir zu den Kosten. Bedenken Sie die Kosten. Baden ist sparen, Kultur sparen. Ich bringe es nicht zusammen. Hm? Warum nicht ein Musical? Was? Ein Musical. Die Quellen sind da, du musst immer größere Berge machen, immer größer.
will ich mit, wenn sie blüht, nimmt sie mich mit auf diesen wunderbaren Klang. So leise wie Gesang. Mein Hässer springt im Schleudergang. Mein Hässer springt im Schleudergang. Oh, Bianca, du bist nur für mich da. Machst mein Leben leichter.
wunderbar. Genau diesen Ausdruck, genau diese Posen. Ah, wunderbar. Merka und Janka, das Musical für die Badenfahrt. Ihr seid gecastet. Wir machen's mit euch. Ah, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Ha. Ah. Ah. Ah.